Herzlich willkommen, liebe Ute Grant. Ute, wir beide sind neben weiteren 15 wunderbaren Autorinnen ebenfalls Mitautoren bei einem wunderbaren Buch, nämlich zu dem Thema Zukunftssicherung. Und du hast einen wirklich provokanten Titel, der da heißt, wir Babyboomer sind das Problem. Ich bin ein Babyboomer und sehr gespannt, worin ich jetzt das Problem bin. Herzlich willkommen, meine Liebe. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und du möchtest, dass ich jetzt was dazu sage? Unbedingt. Ich möchte wissen, was in deinem Buchbeitrag geschrieben wurde und was du meinst, an Lösungen parat zu haben. Gut. Also ich fange erstmal da an, wer ich bin. Mein Name ist Ute Grant, hast du schon gesagt. Ich unterstütze Unternehmen und Führungskräfte dabei, den Kulturwandel so hinzubekommen, dass man ein gutes Betriebsklima miteinander aufbaut, weil ein Betriebsklima ganz wichtig ist, auch um die jungen Menschen zu halten. Und da bin ich auch schon mitten beim Thema. Wir Babyboomer, ich gehöre ja nun mal leider dazu, oder Gott sei Dank, wie man will, wir Babyboomer haben einen bestimmten Blick in die Welt. Und das ist ganz normal, das hat jede Generation. Und wir haben über viele Jahrzehnte, ich sag mal, uns hochgearbeitet. Und manchmal haben wir auch ein bisschen gelitten unter der Vorgängergeneration, die ja noch viel autoritärer war. Also wir haben uns unseren Platz erdient. Und jetzt sitzen wir in den Führungsfunktionen und genießen das auch und haben aber auch den Anspruch, dass die Jungen sich jetzt mal bitte hinten anstellen mögen. Was ich damit meine ist, wir, und das geht mir ganz genauso, sind manchmal perplex über Forderungen und über Antworten, die junge Leute uns geben. Und dann gibt es so ein Gefühl von Unverschämtheit, wie kann man nur, und als ob das der Einzelne oder die einzelne Bewerberin im Vorstellungsgespräch zum Beispiel ist. Das ist nicht so. Und ich habe viele Gespräche mit Unternehmer und Unternehmerinnen geführt und komme zu dem Schluss, es gibt keine anderen Generationen. Ja? Wir sind das Problem. Meine Oma, die hat immer gesagt, wir müssen die Menschen verschleißen, wie sie sind, weil andere haben wir nicht. Und daran bin ich jetzt erinnert. Und ich will noch, wenn du fragst, wenn du was wissen willst. Ja, genau. Also ich auf jeden Fall. Genau, mir fällt da auch gleich ein Spruch ein von meinen Eltern, die immer gesagt haben, naja, die Jugend von heute. Ich glaube, das Problem, was du jetzt gerade schilderst, das hat jede Generation, weil einfach immer noch mal eine Entwicklung dazwischen liegt, ein neuer Sprung da ist. Und wir müssen halt alle insgesamt lernen, gut damit umzugehen und einander auch einfach so zu respektieren, wie man ist, weil ich weiß, dass wir früher wirklich danach geschrien haben oder auch jetzt ja noch, dass Menschen eigenständig sein sollen und sich durchsetzen sollen. Und jetzt, wo sie es tun, gelten sie plötzlich als renitent. Ne? Genau. Also das Vorurteil, was den Jungen entgegenschlägt, und dabei ist das gar nicht wichtig, ob wir über X, Y und Z reden, weil der Spiegel hat im Sommer so getitelt, die Jungen formulieren das und wollen nicht mehr so arbeiten und die anderen schließen sich an. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Ich glaube, also ein junger Mann hat mir vor einiger Zeit gesagt, du kannst mir doch nicht vorwerfen, dass du keine Pause gemacht hast und dich kaputt gearbeitet hast. Und ich war sehr betroffen darüber, weil ich gedacht habe, ja, der hat recht. Und was wir tun, was, also ich sage jetzt mal, wir Babyboomer oft tun, ist so, wir haben uns was abverlangt, damit wir da ankommen, wo wir heute sind. Und wir glauben, die anderen müssen sich genauso anstrengen. Und die sagen, nein, das machen wir nicht. So, und jetzt lohnt es sich nicht oder es ist zwecklos, sie zu verdammen und zu sagen, ja, da habe ich schlechte Bewerber oder die sind faul. Weil wir haben einen großen Unterschied, und zwar die Arbeitsmarktsituation. Wir haben ganz, ganz viele Unternehmen beklagen, dass die Arbeitsplätze nicht besetzt werden können. Das war im März diesen Jahres, da war das so groß, das Problem, wie es noch nie zuvor war. Wenn wir jetzt, ich sag mal, uns, wenn wir glauben, wir können uns das leisten, all die Jungen so zu verdammen,
dann werden wir unsere offenen Plätze nicht besetzen können. Wir haben noch ein Problem. Die Jungen sind nicht so gebunden an die Unternehmen. Also auch die Kündigung in den ersten 100 Tagen ist viel, viel höher geworden, als das früher der Fall war. Und man sagt so, die Jungen bestrafen schlechte Führung. Und ich glaube, dass das wahr ist. Also in meiner Situation, ich hätte mich nie getraut, solche Forderungen zu stellen wie, wie ist das hier mit 3-Tage-Woche oder flexibler Arbeitszeit oder wieso kann ich nicht im Homeoffice arbeiten, schon im Bewerbungsgespräch, das hätte ich mich nie getraut. Wir waren immer viele. Und also schon in der Schulklasse und später auf dem Arbeitsmarkt. Und da hieß es immer auch, ich sag mal, so ein Stück bescheiden sein. Und heute tritt die Jugend selbstbewusst auf und da kommen wir nicht mit klar. Und ich glaube, dass da vieles mitschwingt, wo, also ich nenne das mal Schmerz, also der eigene Schmerz. Ja, warum habe ich eigentlich keine Pause gemacht? Warum habe ich so viel gearbeitet? Und das leben mir die Jungen gerade vor. Ja, also ich finde das spannend, das Thema, ganz ehrlich, weil ich kriege das ja auch in den Unternehmungen mit, dass immer mal wieder solche Sprüche dann auch kommen. Und ich vertrete eben eine ähnliche These wie du. Ich glaube, da sind wir nicht weit auseinander, dass ich sage, alles hat so seine Zeit. Und ne, wir haben immer das Produkt am Ende des Tages, was wir, wofür wir selber mitgewirkt haben oder an dem wir selbst mitgewirkt haben. Und wir haben uns dafür eingesetzt. Genau, du sagst es, wir sind ganz anders sozialisiert worden, dass eben jetzt so eine Sozialisierung stattgefunden hat, selbstbestimmt, selbstbewusst, genau diese Menschen wollten wir haben, jetzt sind sie da und deswegen müssen wir gucken, wie jung und alt, dabei meine ich das jetzt auch gar nicht wertend, ne, mit jung und alt, aber dass die Generationen zusammenwachsen. Was ist denn da dein Tipp? Wie kann man denn jetzt wirklich diese Annäherung bekommen, die es ja dringend braucht? Ich werde mal da anfangen. Erstmal, wir müssen uns klar machen, das sind ja unsere Kinder. Wir haben unsere Kinder so erzogen, dass sie selbstbewusst sind und dass sie auf Augenhöhe mit uns reden wollen. Und das tun sie, auch wenn das jetzt nicht unsere leiblichen Kinder sind, die da vor uns sitzen. Und ich glaube da, wir brauchen eine Kultur im Unternehmen, wo wir in Führungsfunktionen, wir Babyboomer, den anderen zuhören und zwar wirklich zuhören. Und dazu muss ich erstmal fragen. Und in meinem Beitrag in dem Buch beschreibe ich eine Methode, nämlich die Beschäftigtenbefragung, weil ich glaube, dass es gut tut, wirklich mal zu fragen, wo drückt der Schuh? Und an den Punkten zu beginnen, wo die Belastung am größten ist, also wo die meisten Beschäftigten gesagt haben, da tut uns was weh, jetzt im übertragenen Sinne. Und ich glaube, was wichtig ist, ist mit den jüngeren Menschen in einen echten Dialog zu gehen, um herauszufinden, wie lösen wir das Problem. Und ich will mal zuspitzen ein Beispiel sagen. Ich begleite ein Unternehmen, wo die Inhaberin sich ganz, ganz doll dagegen wehrt, flexible Arbeitszeit möglich zu machen. Und sie kriegt die Quittung, weil die Jungen sagen, dann gehe ich. Das hat für sie einen so hohen Stellenwert, dass sie bereit sind. Die gehen sogar in die Arbeitslosigkeit, bevor sie sich das, ich sage mal, Diktat, ja, bevor sie sich dem unterwerfen. Und ich glaube, es wäre gut, miteinander wirklich zu sprechen. Und vielleicht braucht man dafür auch eine Moderation, einen Rahmen, der gesetzt wird, weil das ist ja nicht leicht, ja. Die Dame, die ich gerade im Kopf habe, die sagt, das geht bei uns nicht. Und die Jungen sagen, doch, das geht so und dann das geht so und das geht so. Und hier meine ich, wir sind das Problem. Wenn wir uns nicht bewegen, dann kommt dieser Dialog nicht zustande und dann wird es keine gute Lösung geben. Und ich habe die Sorge, das Problem wird sich verschärfen, weil die Jungen bleiben nicht, die gucken sich das nicht lange an.
Also. Ja, in so einer Situation wird es wahrscheinlich Gewinner und Verlierer geben. Die Verlierer hast du gerade beschrieben, aber die Unternehmen, die sich da halt ein Stück weit öffnen, die zum Mitarbeitermagneten werden, die wirklich sehr populäre Rahmenbedingungen schaffen, das werden ja am Ende des Tages dann auch die Gewinner sein. Deswegen sind sie gut beraten, deinen Artikel zu lesen, denke ich mal, um zu wissen, wie man es wirklich besser machen kann. Weil ich meine, das ist ja auch zwar ein Spruch, aber Stillstand ist Rückschritt. Das kann man wirklich so unterschreiben. Es gibt so viele gute Sprüche. Besser kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Und ich meine, zu heute noch zu sagen, das geht bei uns nicht. Wir haben 2 Jahre Corona hinter uns, wo wir gezeigt haben, dass das funktioniert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das teilst, fällt mir gerade so ein, dass das sehr, sehr viel mit Vertrauen natürlich auch zu tun hat oder mit Misstrauenskultur. Du hast gerade das Thema Unternehmenskultur schon angesprochen und hast gesagt, Mitarbeiterbefragungen sind ein wirklich gutes Mittel. Das unterschreibe ich blind, das mache ich auch. Und was ich immer feststelle, ist, wenn solche Aussagen kommen, die trauen ihren Mitarbeitenden nicht. Und da fehlt das Vertrauen und Vertrauen ist für mich die Basis von allem. Wie siehst du das? Ja, unbedingt. Also wenn die Leitung den Beschäftigten nicht vertraut, haben wir ein Riesenproblem. Und umgekehrt ist es auch so. Also die Beschäftigten spüren ja geradezu, wenn also dieses Misstrauen und da schlussfolgern sie auch was draus. Warum soll ich denn ganz doll arbeiten und mich hier engagieren, wenn du mir nicht vertraust? Wenn du meinst, du musst mich ganz genau und haarklein kontrollieren und ich werde das als Misstrauen empfinden und meinen Schluss draus ziehen. Also ich glaube, diese Babyboomer, die diesen Schmerz verspüren und die sind ja kein, das sind ja alles keine dummen Leute, im Gegenteil, brauchen ein Gegenüber, wo man das auch mal besprechen kann, wo man dieses, das ist nicht, das kann man nicht im Unternehmen mit den Beschäftigten bereden, so eine Frage zu stellen wie, bin ich nicht mehr richtig? Es tut einfach weh, wenn das, woran ich lange geglaubt habe, dass so die Welt und das Arbeitsleben funktioniert, wenn ich feststelle, aber so klappt mein Geschäft nicht mehr. Ich brauche dafür einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, die sich damit auskennt. Und wo ich dann gemeinsam auch, ich sag noch mal, meinen Schmerz überwinden kann. Auch natürlich möchte ich, dass das alles so weitergeht, wie ich das jetzt gewohnt bin, auch als Chefin. Aber die Konsequenz, die vor der Tür steht und die mich bedroht, ist, ich kriege meine Arbeitsplätze nicht besetzt, die guten Leute gehen und das hat Folgen. Ich kann vielleicht Aufträge nicht mehr wahrnehmen. Ich muss vielleicht Abteilungen schließen. Ich kenne Unternehmen, die fahren nur noch Überstunden und die fahren die Beschäftigten sauer, wie man so sagt, ja. Die Leute werden aus dem freigeholt und die gehen, sobald sich eine Möglichkeit ergibt. Deswegen, es ist chancenlos, wir müssen uns dem stellen und deswegen sage ich, es tut mir leid, aber wir sind schuld. Ja, okay, also das habe ich jetzt alles verstanden. Ich habe auch verstanden, einen externen Moderator vielleicht dazu zu holen, der mal den Blick von außen da hat. Und vor allen Dingen dein absoluter Tipp, den du jetzt gerade genannt hast, so habe ich ihn zumindest verstanden. Sprecht miteinander, hört mal genau hin, was die Jugend oder die junge, neue Generation auf dem Herzen hat und welche guten Ideen da vielleicht drin sind und welche Chancen sich daraus ergeben, um eben diese Talente auch im Unternehmen zu halten. Ganz Ist das genau. so richtig zusammengefasst? Ganz genau. Also gönn dir ein Coaching. Sprich mit jemandem, der sich mit sowas auskennt, darüber, wie kann meine Unternehmensführung heute auch gut aussehen? Wie kann ich das gut gestalten, damit das Unternehmen strahlt? Zweitens, ruhig eine Beschäftigtenbefragung sich trauen. Also einmal, ich erfülle damit auch meine gesetzliche Verpflichtung, eine Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu machen. Aber ich finde wirklich raus, was ist hier los? Warum gehen die Leute? Ja, und das, wenn ich Gewicht verlieren will, dann muss ich mich mal auf die Waage stellen, auch wenn das schmerzt, wenn ich die Zahl da sehe. Aber ich weiß sonst nicht, was ist der Unterschied zwischen vorher und nachher. Und drittens, ich glaube,
flexibler auf die jungen Menschen zugehen. Ich habe so ein Format, das nenne ich Generationendialog. Da geht es wirklich darum, sich über Werte und was ist mir in der Arbeit wichtig zu unterhalten und auch zu versuchen, Lösungen zu finden. Und da ist meine Erfahrung, moderiere das extern, weil du intern bist du natürlich immer Partei, ne? Und da ruhig und gelassen zu bleiben, ist dann gar nicht so einfach. Ja. Ja, also spannend, spannend dein Artikel. Auf jeden Fall alle Inhalte, die du jetzt noch mal gesagt hast, unterschreibe ich blind. Wir sind ja sehr nah beieinander damit. Aber wenn man jetzt noch mehr über dich wissen will, sollte man wohin kommen? Zu der Frankfurter Buchmesse, auf der wir ja als Autorinnen auch vertreten sind. Da könnte man direkt mit dir in den Dialog eintreten. Wir haben auch noch ein Symposium am selben Tag. Auch da stehst du Rede und Antwort. Und natürlich kann man dich auch so jederzeit ansprechen, um mit dir in Kontakt zu treten. Liebe Ute, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Einblicke in deinen Buchbeitrag und in deine Arbeit und dass du uns Babyboomern die Augen geöffnet hast. Vielen Dank. Vielen Dank, Marion. Alles Gute. Bis bald. Ciao, Dankeschön.